Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich ein Vorderviertel zerlege. Es handelt sich hierbei um eine Kalbin, in Deutschland sagt man Ferse dazu. Die wurde von mir geschlachtet vor 14 Tagen. Wenn man dazu was sagen kann, das Vieh war nicht allzu groß, Fettabdeckung war 2, schön gedeckt. Dann beim Lagern, wenn man das 14 Tage reifen lässt, ist es wichtig, dass das Kühlhaus die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist. Weil sonst wird es gleich schmierig. Wenn Sie schauen, es ist alles schön trocken, es ist nichts angeschmiert. So passt. Als erstes schneide ich den Hals herab. Der Hals hat 7 Halswirbel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich schneide beim 6. Wirbel, fange an. Da müssen Sie ein bisschen, da fange ich an, da müssen Sie aufpassen, dass man da nicht reinkommt in die Schultermeißel. Schauen Sie, da ist die Schultermeißel, ich fahre her und da her. Dass der Schnitt recht gerade ist. So, das ist der Hals. Jetzt kommt die Wiege, sagt man bei uns in Österreich, das Rippenstück. Da ist es der Federspitz oder auch Kruspelspitz. Falsche Rostbraten befinden sich hier. Auf der Rückseite befindet sich der Kruspelspitz, weil da der Knorpel von der Schulter drin ist. Da ist der Schultermeißel, Schulterblatt, dicke Schulter, Wade. Und da ist der Brustkern. Jetzt werden wir das ein bisschen runterlassen. Wenn Sie die Wiege von der Schulter trennen, schauen Sie, da ist ein Muskel. Der geht so. Und den schauen wir, dass wir den auf dem Brustkern oben behalten, weil damit schaut der Brustkern ein bisschen nicht so, schaut nicht so fett aus. Da müssen wir schauen, dass der da können wir ein Ding einstellen zum Halten. Schaut. Und da geht es genau an den Vlies. Und da schneide ich immer ein bisschen mit dem Messer an, dass man da nicht schön oben bleibt. Schaut, jetzt fahren wir runter. Müsst ihr sehen, da kommt jetzt so ein Muskel und da wird eine freie Stelle. Schaut da. Und da fahre ich mit dem Messer gerade her. Schaut, jetzt haben sie das schön gebrochen. Jetzt fahren wir her. So, und das ist die sogenannte Wiege in Österreich. Was ich jetzt als erstes ausschneide, so ist da der falsche Lungenbraten. Ich werde das jetzt aber so zeigen, wie ich es gelernt habe. So, jetzt mache ich Folgendes. Die Rippen werde ich ausschneiden. Und die Knochen, die Dornen fahren, die breche ich zuerst. Da wird ein bisschen einen Lärm machen. Aber ich drehe das her. Geht schnell die Rippen ganz knapp am Knochen an. Schaut, am Knochen schön nicht lang. Das war jetzt mit allen Rippen so. Nicht zu tief, dass nur wirklich nur die Beinhaut angeschnitten ist. Da auch noch. Und jetzt schaue ich, dass ich da da bricht es, schauen Sie, dass der Knorpel, da wird es brechen. Jetzt fahre ich mit den
Spiel von außen und drück das runter. Jetzt nehme ich das da her und drehst die ganze Ringmaus an. Du bist blinken geblieben. Also das hätte so gut wie nicht mehr gemacht, sowas. Aber das ist schon von jedem Knochen einzeln. Dann schauen, dass er schön weiß. Schön weiß ist der Knochen. Schauen Sie. Und das machen wir jetzt mit jedem. Das ist Gelenk. Wir müssen wieder herfahren. Ja, so ist früher gebehandelt worden. Schau, dann müssen wir auf der Beinhaut bleiben. Und wichtig ist, dass man keine Schnitt ins Fleisch rein macht. Immer schön. Was ist das Kuchen? Sollte weiß sein. Für die Arbeit ist ein flexibles Messer, gefällt mir noch nicht so. Das ist immer ein Messer mit der scharfen Klingen, da tut man ein bisschen leichter. Ein flexibles Messer ist für mich eigentlich nur gut, wenn ein wahres Fleisch ist, eine Schweinschulter ohne Sport oder sowas. Aber wenn es ein bisschen starrer wird, ist mir ein Messer mit einer scharfen Klingen lieber. Oder ist auch ein bisschen Geschmackssache. Der Knochen ist weiß. Halswirbel. So. Jetzt schneide ich da noch die Dornenfortsätze, schneiden wir jetzt weg.
Und da ist jetzt der Atlas, eine starke Sehne drin. Da schneide ich da ein bisschen rein. Schneide das Fleisch ganz ein bisschen weg. Und holen wir da die Sehne raus. Und das tun wir da weg. Jetzt drehe ich es her. Das ist der Brustkern. Das ergibt einen hervorragenden Suppenknochen. Den schneide ich jetzt raus. Ich lasse da ein bisschen Fleisch drauf. Da fahre ich da noch den Knorpeln her. Schauen Sie. Und da schauen Sie, dass ich da nicht reinkomme in das Fleisch. Und da lassen wir die Fetten lassen wir drauf. So. Das ist ein Brustkernknochen. Wie zerteilen wir das jetzt? Schauen Sie, da ist das Brustkern, die Rippe ohne Knochen, hervorragendes Suppenfleisch zum Kochen, dann das hintere gelöste, falsche Rostbraten, Federspitz, wie man auch bei uns dazu sagt, hervorragendes Stück auch zum Grillen und hinten ist der Kruspelspitz, weil da der Knorpel drin ist. Das hervorragendes Bratenstückfleisch auch zum Kochen ist hervorragend geeignet. Jetzt fangen wir an. Den Brustkern schneide ich da rein, schauen Sie. Weil der Brustkern, der verläuft weiter hinter. Da müssen Sie da, ist ein Rad, da können Sie jetzt so überschneiden, da haben Sie einen halben Brustkern da dabei, das wollen wir nicht. Sehen wir es so. Schauen Sie, das läuft genau da. Und da machen wir jetzt einen Schnitt. Das ist mal der Brustkern. Jetzt kommt das schwierigere Teil. Und das ist zwar der falsche Rostbraten. Der geht da, der läuft da her. Da muss man aufpassen, da geht nicht tief. Da läuft er, schauen Sie. Dass die Naht. Und da wird immer flacher. Da schauen Sie, siehst du das? Da wird aber wenn man wieder aufpasst, kann man ihn ganz schön ausdrehen. Das ist der falsche Rostbraten. Jetzt haben wir den Kruspelspitz. Den schneide ich so her. Das ist zum Kochen. Jetzt drehe ich um. Ich schneide da hinten den Knorpel schnell raus. Mit dem Knorpel haben wir früher die Teigkarten gemacht. Wegen Kruspel. Schauen, dass man den schön rausbringt. Das Fleisch nehmen wir. Also die Haber. Der Knorpel, das verschierten. Da ist der Knorpel schnell weg. So, und jetzt putzen wir es zu. Beim Zuputzen habe ich lieber ein längeres Messer. Aber was ich immer beim Zuputzen achte, dass die Stücke immer schön in Form gebracht werden, recht eckig sind, gerade Schnitte sind und nicht so zur Wellenschnitte drin sind, sondern immer schauen, dass sie einen geraden Schnitt haben. Dann schneide ich den so. Schauen Sie. Und immer schauen, wichtig ist, dass ein frischer Anschnitt ist. Weil da ist es gereift, da ist es doch ein bisschen schmierig, ein bisschen alt. Da schneiden wir weg, da schmeißen wir weg. Schauen Sie. Das ist ein hervorragendes Stück zum Braten, zum Kochen. Das ist super geeignet. Da ist ein bisschen ein Fettpolster drin, die stellen wir auch noch kurz weg. Ganz leicht. Sehen Sie, jetzt haben wir ein ganz schönes Stück Fleisch, schön in Form gebracht. Wenn Sie jetzt portionieren, schneide ich so und so.
Deswegen haben wir daher. Jetzt kommt das hintere Gelöste. Der falsche Rostbraten. Da schaust du, da ist wieder von der Stelle, wo es greift hat. Super greift, nicht schmierig, nicht schwarz. Das war auch schön eine trockene Reifung. Fast sagen, perfekt. Schmieren wir weg. Jetzt werden wir das schön wieder schauen, in Form bringen, schön gerade schneiden. Da schneiden wir das auch weg. Ist ein hervorragendes Stückel zum Braten. Oder zum Kurzbraten. Wir sagen eine. Schneiden wir das, schaust, da schneiden wir auch schön gerade. Sehen Sie, ein schönes Stück Fleisch. Ganz ein schönes Stück Fleisch ist das. Jetzt haben wir den Brustkern. Ich schneide da überweg, weil das ist ziemlich sehr fett. Das ist sehr fett. Jetzt schneiden wir da, schneiden wir ihn frisch. Ganz knapp zu. Da schneiden wir weg. Da schneiden wir ihn gerade. Da schneiden wir die Fetten, ein bisschen schneiden wir sie, putzen wir sie zu, gell, damit sie ganz auch Fetten drauf ist. Schau's, und da haben wir jetzt drauf gelassen, dass, weil wenn wir es bei der Schulter da reinschneiden, dann schneiden sie da das magere Fleisch weg. Und so ist der Magerfleischanteil höher. Dann kappen wir das, schneiden wir schräg zu, das Fett. Da schneiden wir auch noch ein bisschen weg, kappen wir so ein bisschen zu, schauen Sie. Da schneiden wir auch ganz. Das ist das Brustkern und den Fettwurst schneiden wir weg. Schauen Sie, das ist ein Brustkern. Das ist ein ganz schönes Stück Fleisch. Da haben wir noch das werden wir aus dem Faschierten nehmen. Da schneiden wir auch die Fetten gleich weg. Wichtig ist, ich bin es immer so, ich schneide immer gleich zu. Ich mag nicht, dass so eine Abschnitthäufen sind, dann sind sie fertig. Und wenn man so einen Berg zum Ausschneiden, dann verlieren sie die Lust. So schneiden sie es gleich weg. Was sie nicht brauchen, schmeißen wir weg. Da haben wir die Fetten, das ist die Abschnitte, dann auch weg. Das ist auch fett. Da schneiden wir das Magere, da schneiden wir das Magere weg. Da haben wir ein bisschen Magerfleisch drin. Das putzen wir mal weg. Sonst das auch noch. Ja, das war, wie gesagt, das war ein weibliches Tier. Es war schon etwas auf der fetteren Seite. Aber zum Essen natürlich perfekt. Zum Essen perfekt. So, und jetzt die Rippe. Jetzt machen wir da wieder das Gleiche. Da schneiden wir da vorne, das ist nur ein Fettteil, das schneiden wir weg. Jetzt schneide ich es da wieder gerade. Dann diese bisschen übervorstehenden Teile schneiden wir auch weg. Aber das könnt ihr drauf lassen, wenn ihr wollen. Aber wenn es wirklich für die Optik, schaut es natürlich gleich ganz anders aus. Jetzt drehen wir es um, da haben wir das Fett, da ist ein Fettpolster drin. Den schneiden wir auch schön weg. Wenn wir einen Opa haben, der mag es vielleicht, der sagt, nein, ich will die Fetten drauf lassen, dann lassen sie es drauf. Aber in der Regel will man es halt mal nicht mehr. Gell? Und da schneiden wir schön zu, schauen Sie. Wieder wichtig, ein schönes Stück. Wenn Sie das jetzt anschneiden, schneiden Sie es da an. Schaut mich. Ist es vom Ding her, schaut es mager aus. Also wenn es so schneiden, so ist es besser. Wenn es die Anteile schneiden, schneiden sie immer so. Schaut nicht so fett aus. So her. Das schneiden wir wieder weg. Da machen wir Faschiertes draus oder Wurstfleisch, wie jeder will. Ein bisschen Fett kann beim Faschierten auch drauf bleiben. Das ist für Geschmack und das ist gut. Das tue ich weg. Die Fetten schneiden wir gleich weg, das Ganze. Immer wichtig, gleich weg. Keine Häfen werden lassen, weil am Schluss haben sie so viel Arbeit, dass sie nachher noch keine Lust haben. Und wenn man Ende geht, dann wird es einfach
so, das ist auch eher ein bisschen was Sehniges. Das tun wir da her. So, jetzt haben wir. Jetzt schauen wir nochmal an. Da haben wir die Rippe zum Kochen. Ganz abraten. Immer schauen, dass es schön geschnitten ist, dass es schön in Form gebracht worden ist. Wenn Sie das jetzt anstellen, stellen Sie das so an. Dann haben wir da das Bratenstück. Der falsche Rostbraten, schauen Sie, gerade zum Grillen, zum Kurzbraten, sehr gut geeignet. Dann haben wir da den Kruspelspitz, auch schön in Form gebracht. Kruspelspitz deswegen, weil hinten der Knorpel vom Schulterblatt drin war. Ein hervorragendes Bratenfleisch, auch zum Kochen super geeignet. Und da haben wir den Brustkern. Schauen Sie, da ist was vergessen. Schauen Sie, da habe ich den Anschnitt nicht frisch gemacht. Wenn Sie das jetzt vakuumieren und den Anschnitt nicht frisch anstellen, der wird in einem Wachsackel komplett grau. Der muss weg. Es muss immer ein frischer Anschnitt sein. Weil da ist das Fleisch schon oxidiert, das hat die Farbe verloren, das wird im Wachsackel grau. Und auch schauen Sie, schön in Form gebracht. So schauen die Teile. Noch einmal. Das Brustkern, der Brustkern, der Kruspelspitz, der Federspitz, der falsche Rostbraten und die Rindsrippe. Und die Knochen, wenn man sie anschaut, schauen Sie, die sind eigentlich schön weiß geworden. So haben wir früher alles gebrannt. Das ist alles so ausgelöst worden. Da ist nichts. Das war eher noch schon, hat er gesagt, das war nicht mehr ganz sauber. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Wenn Sie mich abonnieren, freut mich. Anregungen und Kritik natürlich auch erwünscht. Bis zum nächsten Mal, Ihr Profi-Metzger Ralf.